Amnesty International veröffentlichte am 28. März einen Jahresbericht zum Thema Todesstrafe. Auf Platz 1 steht wieder mal China. Dort wurden im vergangenen Jahr mehr Menschen hingerichtet als auf der ganzen Welt zusammen. Laut Bericht solle China im Jahre 2010 mehrere tausend seiner Bürger hingerichtet haben. Genaue Zahlen werden jedoch nicht genannt, denn diese werden dort als Staatsgeheimnis behandelt. Zwar erließ Chinas Führung dieses Jahr ein neues Gesetz, in dem die Straftatbestände von 68 auf 55 herabgesetzt wurden, doch dies bedeutete noch lange nicht weniger Todesurteile. Bei vielen der Delikte, die abgeschafft wurden, handelt es sich um Wirtschaftsverbrechen oder die sogenannte Wirtschaftskriminalität. Solche haben wir in China weder gesehen noch dokumentiert. Also wissen wir nicht wirklich, ob diese eine Auswirkung auf die Todesurteile in China haben. Was wir in den letzten zwei Jahren gefordert haben, ist, solche Zahlen zu veröffentlichen. Hingerichtet wird unter anderem wegen Drogenschmuggels. Auch Ausländer werden von der Exekution nicht verschont. Aktivisten kritisieren Chinas Justiz wegen mangelhafter Prozessführung.